Und damit kommen wir zum nächsten zweiten Bundesliga. Ja. Spiel Hannover 96 empfängt Greuther Fürth und wir spielen schon wieder zu Hause. What? Ja, Hannover 96 gegen Greuther Fürth in der HDI Arena Spieltag 14. Ich habe inzwischen nach einem Transfer mal angefragt bei Hannover, aber die lassen mich jetzt auch nicht mehr gehen. Naja, ich werde jetzt auf ewig bei Hannover 96 bleiben. Naja, mal gucken, für wie lange. Denn auch irgendwann wird da, denke ich mal, mein Vertrag auslaufen. Glaube ich. Werden wir sehen. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Aber erstmal müssen wir natürlich dieses Spiel hier hinter uns bringen. Zuletzt haben wir ja gegen St. Pauli eine 3:0-Klatsche gekriegt. Das wollen wir natürlich dieses Mal vermeiden. Also, dass wir eine Klatsche kriegen. Wow! Oh, oh! Leck mir an die Füße! Das war jetzt aber heftig. Voll ans Alu. Ja, den haben sie da einfach frei rumstehen lassen. Apropos frei rumstehen. Meine Güte. Ah, ne, gegen Bielefeld haben wir verloren. So rum war's. Sorry. War nicht gegen St. Pauli. Ach ja, man muss ja hier jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad immer eine Passansage machen, sonst wird das ja nichts. Oh, was war das denn? Nachschub. Jawohl, jawohl, ich habe ein Tor geschossen. Jawohl, jawohl, Spin-Kick. Huha, Eskimo Callboy. Pump it. Huhaha. Die Durststrecke ist gebrochen. Ich habe gewinnt. Ich meine, getroffen. Aber sehr schön in den Lauf und dann bäm, Alter. Drin ist das Ding. Prost, tata. Endlich mal wieder ein Tor geschossen. Mein 12. Bundesligator. 16. Minute. Ein schlechtes Timing. Doch nicht den... Oh. Die lassen aber auch die Fürther hier tun und machen, ne? Ja, ran an den Speck. Ich bleib einfach hier stehen. Jawohl! Ja, hätten sie direkt umschalten sollen. Ja, Thema erledigt. Schön verteidigt, schön verteidigt.
Na, aber habe ich mich weggeduckt. Ich bleib jetzt hier stehen. Oder auch nicht. Ja, brauchst du eine extra Einladung? Ja, okay, mein Pass war zwar scheiße, aber der von ihm war ja noch beschissener. Aber immerhin, wir führen 1-0. Darf man ja jetzt auch nicht vergessen. Doppelkopfball. Nennt man dann wohl auch den Doppelkopf. Weiter Einwurf. Ich verstehe mal HSV. Und Ecke. Aber gut geklärt, kann man ja sagen, was man will. Und das hat jetzt was genau gebracht? Was? Elfmeter? Oder Ecke? Oder Abstoß? Okay, war ein Offensivfoul. Ich habe keine Ahnung. Ich muss sowas auch nicht wissen. Ich spiele hier nur. Ich bin kein Fußballexperte. Gut, warum sollte ich auch? Aber Hannover lässt sich gerade ein bisschen vor. Für da unten steht. Alter, stehen die überall frei. Du wirst doch scheckig im Kopf. Ja, gut, gut, gut. Wo bin ich überhaupt? Ich sollte vielleicht mal aufs Radar linsen. Oh, Hannover braucht sehr, sehr lange im Spielaufbau. Und das war jetzt unnötig. Es war unnötig, sein Urgroßvater. Aber Fürth macht das klasse. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Fürth macht das schon gut. Why not? Wir lassen den einen da einfach unten ganz sinnfrei alleine rumstehen. So von hinten mal reingrätschen. Schön abgeblockt und weg, weg, weg. Halbzeit. Gott sei Dank. Ah, die Fans sind nicht so sehr beeindruckt. Ich meine, gut, ich habe ein Tor geschossen, aber... Spiel ist noch nicht vorbei. Es kann auch in beide Richtungen ausarten. Aber wir haben Heimvorteil. Ah, direkt früh stören. Ah, geht's wieder über den Flügel. Den kriege ich noch! Ecke! Aber immerhin schöne Flanke!
Da habe ich eine schöne Flagge gemacht und ich bin noch angekommen. Da brauche ich gar nicht hochspringen, weil so hoch wie er mit seinen Armen, so hoch komme ich mit meiner Rübe nicht. Wollte ich mal so gesagt haben. Ja, wieder auf dem... Oh, wieder zurück. Ja, hallo, pressen, pressen, pressen. Nicht wie bei Geburt, sondern... Oh Gott, jetzt lassen die den da auch noch so frei rumlaufen. Meine Fresse, was macht Hannover wieder für einen Scheiß? Ja, das war super Entscheidung. Ich kann ja leider nicht bestimmen, ob die mehr Manndeckung oder so machen sollen. Oh, dumm, Dux geht jetzt auch zurück. Schöner Wolleschuss von Dux. Leider nicht reingegangen. Und Schuss! Na! Aber trotzdem, war schön. Oh, Nielsen geht. Ja, da wurde ich beim Schuss behindert. Oh, das war doch was. Bitteschön. Und? Jawohl. Haraguchi. Darf ich nur nicht so laut rumschreien, dann beschweren sich gleich die Nachbarn. Prostata! Genki Haraguchi, 5. Saisontor! So, jetzt sind wir schon mal etwas saver. Was das Ergebnis angeht, weil 2-0-Führung ist besser als eine 1-0-Führung. Also so definitiv besser. Gut, klar, 3-0 ist natürlich noch besser. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ah, das war wohl nix. Wir müssen einfach nur konsequent verteidigen. Dann können wir... Oh, das Ergebnis eventuell noch über die Zeit retten. Nach Schuss. Ah, Gott sei Dank, außen jetzt. Puh. Und jetzt Haraguchi! 3-0! Habe ich aber auch eine schöne Vorlage gemacht. Ein Tor, eine Vorlage. Applaus! Und Haraguchi macht sein 6. Saisontor. Jetzt haben wir Lauf. 8 Minuten nach dem 2-0 fällt das 3-0. Haraguchi. Das
daran was geklingelt? Ah, das war ja wohl für einen feuchten Furz. Ja. Was soll ich dazu sagen? Außer Fürth ist im Angriff, wir führen 3-0 gegen Fürth. Fürth nicht. Aber die Idee war schön. War aber auch mein Fehler. Gebe ich zu. Kannst du mal nichts, muss gucken, doof. Da können die eigentlich nur unter ein bisschen unter Druck setzen. Auf dass sie unter dem Druck zusammenkrachen. Und nicht noch ein Tor schießen. Aber trotzdem, Fürth macht das gut und weggeboxt. Einwurf. Oh, es wird gewechselt. Meiner kommt für Franz. Wer ist Franz? Ja, das war Abseits. Wäre er mal außerhalb des Feldes geblieben, dann wäre es kein Abseits. Glaube ich zumindest. Ja, das war jetzt dumm. Jawohl, schön. Very nice, very evil. Oder so in etwa. Ja, rennen! Meine Fresse! Solche Bild malen! Ja, ich habe meine 10er-Bewertung eingesackt und der Rest interessiert mich auch nicht mehr. Oh, Schiri könnte eigentlich abpfeifen. Ach komm, wir... Ja, okay, ja, wir führen 3-0, scheißegal. Ja, Hannover gewinnt 3-0 gegen Fürth. Haben wir wenigstens ein bisschen die Schmach von der Niederlage gegen Arminia Bielefeld so ein bisschen abgewendet. Egal, nächstes Spiel geht's weiter.